Mit welchen OTC-Medikamenten sich die Symptome von Corona lindern lassen, ist bislang wenig erforscht. Der Hersteller Paul Boskamp will den Effekt seines Klassikers Gelumotul Forte daher jetzt wissenschaftlich untersuchen lassen. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Firmenchefin Marianne Boskamp. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Warum eine Studie zu Gelumotul bei Corona-Patienten? Es gibt viele Leute, die sagen, dass ihre Produkte bei Corona wirken, aber wenig dies gezeigt haben. Und wir glauben an Wissenschaft und deswegen wollen wir eine Evidenz schaffen und zeigen, dass die guten alten Schleimlöser ihre Berechtigung haben bei Lungenerkrankungen. Gibt es denn aus dem ambulanten Bereich bereits Erfahrungen? Es gibt Erfahrungen, sowohl aus dem ambulanten als auch aus dem stationären Bereich. Die Idee zu der Studie ist uns sehr früh gekommen, in dem Moment, wo klar war, dass das Problem von den Corona-Patienten schon die Verschleimung ist, dass die Luft nicht ankommt zum Gasaustausch, weil die Atemwege verschleimt sind. Und das können wir nun mal. Und da haben wir gedacht, das zeigen wir jetzt mal an echten Patienten. Wie wird denn die Studie aussehen? Wie wird sie aussehen? Wir sind in Kliniken halt, wir werden stationär aufgenommene Patienten behandeln. Man hat nicht so ein einfaches Behandlungsziel wie bei Bluthochdruck, dass man einen Parameter misst und guckt, ob der besser wird, sondern es ist bei Atemwegserkrankungen ja häufig, dass Studien mit dem Symptomscore gemacht werden. Und genauso müssen wir in diesem Fall auch arbeiten. Wir müssen uns einfach die Verläufe angucken. Und haben uns vorher überlegt, wie wir was gewichten, um dann das nachher auch auswerten zu können. Wir gucken uns die Patienten nach 4 Wochen an und gucken, wo die gelandet sind. Wie viele Patienten sollen eingeschlossen werden und wann rechnen Sie mit ersten Ergebnissen? Wir wollen 150 Patienten einschließen. Es sind alle sehr optimistisch, dass es schnell geht. Und wir haben auch sehr motivierte Prüfärzte vor Ort in den Kliniken sitzen, weil ja schon jeder das Gefühl hat, wir brauchen noch mal was anderes, wir brauchen andere Medikamente. Und von daher haben sie uns alle eine schnelle Rekrutierung zugesagt. Und da hoffen wir jetzt drauf. Warum führen Sie die Studie an Kliniken durch und nicht bei Patienten mit mildem Verlauf? Ein milder Verlauf ist ja quasi eigentlich eine virale Atemwegserkrankung. Und dafür haben wir Studien rauf und runter. Wir sind in den Leitlinien drin, wir haben eine Studie nach der anderen gemacht. Alle Placebo kontrolliert, alle randomisiert, alles, was man so tun kann. Und da haben wir immer wieder gezeigt, Gelumotul Forte verkürzt die Erkältungs- oder Krankheitsdauer. Das wissen wir. Ich glaube, es adelt jetzt nicht nur Gelumotul Forte, sondern die ganze Produktgruppe, wenn wir sagen, wir wollen den Nachweis bei schwereren Krankheitsverläufen bringen. Wir wollen aus der Bagatellisierungsecke raus. Wir wollen nicht mehr mit heißer Milch mit Honig gleichgesetzt werden, was ja immer wieder von Krankenkassen, von Gesundheitspolitikern getan wird. Da wird ja immer wieder die Atemwegserkrankung die letzten Jahrzehnte durch bagatellisiert. Wie hoch sind denn die Kosten und wie groß ist der Aufwand für Ihr Unternehmen? Es ist eine klinische Studie, die liegt im mittleren siebenstelligen Bereich. Das ist eine große, große Investition für uns, die wir da tätigen. Aber erstens bin ich optimistisch, dass die Ergebnisse gut sein werden. Und zweitens, wenn sie gut sein werden, wird uns das sehr lange helfen, wie gesagt, aus dieser Bagatellisierungsecke rauszukommen und zu sagen, wir haben einen Platz in der Krankenhausmedizin auch. Wir werden gebraucht und wir hoffen, dass wir damit die Wahrnehmung von Gelumotul Forte deutlich auch bei schwereren Erkrankungen erreichen und wahrnehmen können. Warum sind Sie zuversichtlich, dass die Ergebnisse auch für Patienten, die zu Hause behandelt werden, von großer Bedeutung sein werden? Naja, also wir haben die Patienten zu Hause und die RKI-Empfehlung ist abwarten und Tee trinken. Also die werden isoliert, die Patienten kriegen nichts an die Hand, was sie tun sollen. Sie sollen wirklich nur abwarten und gucken, ob es ihnen schlechter geht. Das würde ich nicht wollen, wenn ich krank bin. Wenn ich jetzt mit Covid-19 erkrankt wäre, würde ich irgendwie versuchen wollen, was für meinen Körper Gutes zu tun, um nicht im Krankenhaus anzukommen. Das heißt, wir sind der Meinung, man muss, wenn man die Patienten isoliert, dann muss man sie auch gleich mit therapieren und nicht sagen, naja, vielleicht verschwindet es von selber. Weil die Alternative ist nicht so schön, wenn es nicht von selber verschwindet. Die ist dann nämlich Krankenhaus. Und ich glaube, in diesem Fenster, diese Lücke muss geschlossen werden.
wie gesagt, mit den Studien, die wir bisher gemacht haben, sind wir der Meinung, wir können schon zeigen, dass wir im ambulanten Bereich Patienten mit viralen Atemwegserkrankungen helfen können. Aber wahrscheinlich wird es den Ärzten und Apothekern leichter fallen, nochmal Gelumetol zu empfehlen, wenn wir auch diese Evidenzstufe Krankenhausmedizin dann darlegen konnten. Was glauben Sie, wie lange wird uns das Thema Corona noch beschäftigen? Da gibt es viele Propheten, ne? Ich denke viel länger, als uns allen lieb und recht ist. Das werden wir nächsten Herbst nicht los sein. Frau Buskamp, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich hier mal die Möglichkeit hatte, zu zeigen, was wir so machen.